du gar nicht mehr. Da drüben drin ist es. Egal, ich geh raus. Ich weiß noch, wie du geschrien hast, wie so ein Mädchen, als du Amnesia gespielt hast. Gute Nacht, meine Freunde. Gute Nacht. Fenster ist offen, gut. Der riecht wieder gut. Hat bestimmt gar nichts getrunken. Er hat gerochen wie eine Alkoholleiche. Jetzt schon. Wo ist das hin? Ich hab keine Ahnung, wo es ist, aber ich höre es da. Und deshalb habe ich gerade beschlossen, dass ich da nicht sein will. I sense energy radiating from behind this door. Eine von drei. Der Ding hat einfach die Tür aus den Angeln gerissen. Da sind wir hergekommen. Glaube ich. Nee. Da kam das Monster her. Ja. Das ist die Zelle. Welche Zelle? Mit den kaputten Stühlen-Dingern, glaube ich. Und da sind wir hergekommen. Nee. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich hab gehört, du bist wieder drin. Echt? Ja. Aber doch jetzt nicht so mitten im... Doch, es geht Geschehen. Schon. Ey, ich mach mir in die Hose, ich schwör's dir. Ja. Was meinst du, warum mir ich... Mir ist aber lieber, wenn du dir in die Hose machst, als dass ich mir in die Hose mach. Ah, das fuck. Ist der Anfang. Ja, Scheißdreck. Okay. Aber was müssen wir überhaupt tun? Ich weiß nicht, wer Ulrich ist. Man, it's better for getting out of here alive. Aufpassen sollen, aber ich war damit beschäftigt, keinen Anfall zu bekommen. Ist das nicht... Geht einfach nochmal rein. Nee, da waren wir noch nicht drin. Mal kurz zu. Vielleicht liegt da was drunter. Nö. Vielleicht steht da jetzt das Monster und dann bist du sowieso. Ah, es ist so spannend. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich im Bild bin, aber es ist egal. Jetzt ruhig noch ein bisschen hierher. Noch gar kein Krach. Das ist das mit den kaputten Stühlen, was ich vorhin meinte. Da waren wir drin. Wie ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass Stühle so sicher sind. Da unten. Kommen wir da runter? Ich glaube nicht. Nee, nicht dadurch, aber wenn wir da vielleicht rechts um die Ecke gehen. Dann laufen wir einmal. Im Kreis. Da im Kreis. Sicher. Ach, das ist dazu. Da hinten ist der Speiseraum und das da unten geht's nicht weiter und da waren wir gerade vorher drin mit dem Bett. Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock mehr. Oh. Ja. Leute rein. Ah, hier ist wieder der gleiche. Hm? Ja, das dürfte irgendwo sein. Oh. Liegt auf dem Tisch. Ja, auf dem Tisch. Bitte. Ich brauche einen Zimmerschlüssel, glaube ich. Okay, ja, kein Plan. Weißt du, was wir tun sollen? Nein. Ich weiß ja nicht mal mehr, wo... Geh doch mal nochmal in den Speiseraum, wenn du stirbst, ist doch egal. Ja. Wenn ich sterbe, ist ja egal. Aber wir hören es doch eh gerade nicht. Das ist das Schlimme daran. Ich weiß nicht, wo es ist. Viele Möglichkeiten gab es ja nicht. Da hinten war eine Tür, die abgeschlossen war oder so. Da ist ein Zettel. Da ist es durch. Fuck! Ist ja
ein Loch in die Wand gemacht. Ich will es einfach mal. Herr Gunther. Gunther. Ja. Gunther. Oh, you touch my tralala. Senior Cock. Cock? Das war jetzt vierte Klasse. Yo. The Bacon Thanks. Ich weiß, das stimmt. Was? The Bacon? The Bacon Thanks for your informing him of plague breaking out in the earth. Okay, eine Plage, die ausbricht. Leute werden in Quarantäne gesteckt und der Baron verlangt, dass die Türen oben abgeschlossen werden, damit niemand gefährdet ist. Perhaps feeds a cray to a pig to praven. Also, die sollten den Schlüssel ans Schwein verfüttern. Ach, nee. War das draußen ein Schwein oder eine Kuh? Das war ein Schwein. Okay, dann wisst ihr auch schon mal, wo der Schlüssel ist. Oder da? Nee. Wahrscheinlich brauchen wir es nicht. Das ist ein sehr leichtes Schwein. Echt? Hallo, hast du mal so ein Schwein hochgehoben? Schade. There is nothing inside the pig. Ja, das ist das falsche Schwein. Ist da vielleicht noch eins? Oh, die haben uns verarscht, Mann. Einfach noch ein Schwein verstecken. Dort, nimm mal den Hammer. Sieht eher aus, als könnte er nützlich sein. Oh. Eigentlich, warum kann man dieses Ding nicht als Waffe benutzen? Das ist ein Riesenhammer mit einem... Der ist sau schwer vor allem. Kann sich fast gar nicht mehr bewegen mit. Das ist scheißegal. Damit kannst du jedem Monster den Kopf einhacken. Guck mal, kannst du mal entwerfen. Und es ist ein Kreisel. Brot. Verschimmeltes. Hä? Ah, hier haben wir uns. Ah, genau, hier hatten wir uns ja versteckt und dann kam das Viech hier durch. Da sind die ganzen Schweine. Oh. Ernsthaft? Are you fucking kidding me? Oh, das kann ich gar nicht mehr steuern. Schön, dass er nach vorne läuft, ohne dass ich was tue. Oh oh. Kriecht schon. Aber warum ist er nach vorne gelaufen, wenn er jetzt hier keine 2 Sekunden lang aushält? Geht's ihm wirklich schlecht oder tut er nur wieder so? Oder tut er nur so? Ja, ist doch so. Das war eine ernst gemeinte Frage, der hat schon wieder nur so getan. Wie sofort die Scheiße. Oh, jetzt geht's an den Gehirn schlechter. Ja, ich versteh's nicht so ganz. Soll ich mal probieren? Kann die Viecher ja nur inspizieren, wenn das Spiel mich leben lässt. Okay, jetzt sind wir am Arsch. Warum? Was stand da? Ah, jetzt ist es wieder hochgegangen. Eben war da einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Gut, du kannst mal gucken, was du tun kannst. Das ist wahrscheinlich kein Gruselteil mehr, aber... so rum. Fliegen da weg. Schon was von einem Tanz. Ui, ui. Alter. So elegant, wie wir das machen. Ohne irgendwie Lärm zu verursachen. Ja, total. Boah, erstmal bequem hinsetzen. Warte. Keiner hat was gemerkt. Sehr akrobatisch. Ups. Wie du hier in deinen Computer eintrittst. Der arme PC. Mein Computer. Eine Träne. Kann ich das schon vorneweg auswählen?
Ja, schon, aber jetzt kackst du hier wieder ab. Das hat man noch nicht. Jetzt klappst du zusammen. Voll strange hier. Kriech! Kriech! Schneller! Spaß gekommen. Jetzt geht's nur schon wieder gut. Was ist das für ein Key? Ah, der da. Okay. Gut, war jetzt nicht allzu schwer. Rums. Du rennst hier einfach durch. Was soll ich machen? Schon okay, wird schon nichts passieren. Ist ja nicht so, als gäbe es hier ein Monster oder so. Eins. Oh. Oh. Ja. Wie tue ich die? Geh mit mein... Ach nee, geh mal. Diese Rüstungen sind sau gruselig. Findest du? Ja. Wie du im Kopf mitgegangen bist. Was? Bin ich mit dem Kopf mitgegangen? Oder wie meintest du? Dong, bis sich einer umbringt. Können die mich umbringen? Quatsch. Ich habe nämlich hier noch keine Rüstung gesehen, die einen umgebracht hat. Mein Hals, ey. Ich bin den Scheiß nicht mehr gewöhnt. So viel reden. So viel reden? Oh mein Gott. Aber die ist immer noch verschlossen. Was machen wir jetzt? Wir sind hier nicht bei Assassin's Creed. Hast du nicht den Schlüssel immer noch? Vielleicht passt er ja da auch rein. Kann ja sein, dass sie damals schon irgendwie Generalschlüssel hatten. Ups, ups, ups. Okay, vergiss es. Aber Brecheisen vielleicht. Wenn wir es schon noch haben. Probier's. Okay. Einfach mal alles ausprobieren. Ich denke, wir brauchen irgendwie einen Schlüssel oder so. Aber woher? Nimm mal den anderen Statuen noch den Kopf ab. Vielleicht ist irgendwo ein Schlüssel drunter. Okay. Ich dachte, es hat ja was mit da oben zu tun, aber komme ich irgendwie nicht hin. Ah, aber wie kommst du da hoch? Vielleicht kannst du was von unten dran werfen. Und dann passiert weiß Gott was. Aber jetzt habe ich nur noch eine, ne? Und so, ich wirfte. Hä? Jetzt ist er in der Wand. Jetzt nimmst du den Stein, der da liegt. Hinter dir. Oh, guck mal. Oh. Ja, I've banned my existence in this place in chaos, but I have not lost Ulrich. My body is flagging, and my mind is increasingly prone to despair. I've encountered many obstacles that have seemed insurmountable, but events that make me believe I'm not alone down here steal my resolve. I must remember, when things seem hopeless, to look to powers and explanations beyond myself. For instance, as I enter this chamber, the door behind me shut and locked. The door on the opposite end of the chamber was also locked, and no amount of force seemed able to budge either of them. I attempted every conceivable method of opening the door. I tried to pick the lock with shards of stone, I threw heavy objects at the door, and I ran my shoulder into it dozens of times. Despair overwhelmed me, and I sat down in lament. Then, the key required to open the far door fell from above, as though God had shown pity upon me. I know that this key opens the door which will lead to the castle's entrance hall, and beyond this entrance hall lies the chapel, where I may escape this place and transcend this nightmare.